Deine Zeit, Freundchen, deine Zeit. Und Zeit rum. Jetzt gucken wir mal. Das gelingt schon mal. Ich hätte erst aufstehen müssen. Ich bin so doof. Nafel. Danke. Oh, meine Übertragung wurde beendet. Gab's ein EMP? Bin ich noch online oder bin ich aus eurer Sicht weg? Mal kurz in den Chat bitte. Das Gewitter zieht bei uns nämlich gerade drüber. Und da gab es einen Rückler zwischendrin. Ist natürlich ärgerlich, wenn es kurz vor knapp ist, wo das ausfällt. Aber auf jeden Fall hat es ja mal kurz gezuckt. Immerhin Genifix jetzt nochmal SPP machen können. Wichtige SPP an der Stelle. Spiel ist noch nicht vorbei. Und es geht schon echt lang. Das ist eine echt lange Kiste. Lieber Mann. Ja, und noch 4 Sekunden auf der Uhr, ne? Mal gespannt, was der Schiedsrichter jetzt gleich sagt. Okay, der Ball geht sehr tief rein. Was ist da jetzt passiert? Hä? Prayers to Nuffle.
Okay. Kann besser einen Foul arguen. Danke. Das ist so dumm gemacht. Er wollte blitzen, Blood Bowl 2020 regeln. Ist er erstarrt vor Angst, bleibt genau da stehen jetzt. Ja. Und guckt sich, guckt ins Nirvana. Jetzt knallt es da wirklich bei uns hier, mein lieber Mann. Vollgas draußen. Na, muss weg gewesen sein, der Chat. Zumindest eine ganze Weile. Weiß nicht, wie lange. Dankeschön, Barry. Das ist eine Auflistung über die Aufteilung nach meinem Verständnis in der PN. Okay. Mit lustig. Freue mich schon. Kann ich mir dann auch den Kopf zerbrechen. 3 zu 3. Unglaublich. Ich will nicht wissen, wie ihr das gefeiert habt, wie das abgegangen ist. Alles hatte ich mir bei Capturing Chaos auf dem großartigen YouTube-Kanal von ihm angucken. Da ich jetzt live bei Twitch nicht dabei bin, selbst halt Content Creator bin und halt auch Videos aufnehmen muss, damit ich Content halt auch habe und euch den liefern kann. So spannend dieses Spiel auch natürlich ist und so schade es ist, dass ich es verpasst habt, aber so ist das halt. Aber das ist heute wirklich ein ausdrücklich langes Spiel. Und es kam nicht viel bei rum. Also es kam der Touchdown rum. Ja. Wir haben einen Surf gemacht. Wir haben einen Pass geworfen mit einem Rotter. Erfolgreich. Der Zwerg macht es jetzt nicht ganz so gut. Und jetzt sind wir halt weiter blocken. Weiche Ziele finden, draufschlagen. So nicht. So wäre das nichts mehr.
Alter. Davon habe ich in der ersten Halbzeit ausreichend gesehen. Vielen Dank nochmal, Spiel. Komm schon, Casualty! Nix. Nix dergleichen. Das war mein letzter Zug. Der Zwerg darf noch mal. Ich sage jetzt an der Stelle schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Na, da würde ich lieber die Blocks mit Block setzen. Nur ein Unentschieden sollte es heute sein. Ja, der ist doch noch mal angekommen. Aber mit den Würfeln, die wir am Anfang bei den Blockaktionen natürlich hatten, war es natürlich echt schwierig. Ich finde es jetzt ärgerlich, weil das hätte eigentlich seine letzten Blockaktionen noch verhindern können. Ja, hier unten. Jetzt kann er doch nochmal die Block setzen. Ja. Genifix gleich am Anfang raus bei dem 1-9. 2-1, Reroll 1-1 tot. Ich habe ja die Würfelreihenfolge habe ich mir aufgeschrieben. 1, 2, 2, 1, 1, 1 tot. So war es ja. Ups. Okay. Ja, vielen Dank für die Partie. Schön, dass du bis zum Ende gespielt hast. Nörgel gegen Zwerge kann einfach mal ein 1-1 sein. Das ist durchaus möglich. Für ihn geht es jetzt wieder runter in Bronze durch diese Niederlage. Ich kriege gerade mal müde 10 Punkte, warum auch immer, obwohl wir haben sehr lange gespielt und ich war nur in Bronze und kriege jetzt nur 10 Punkte dazu. Warum kriegt man jetzt plötzlich nur noch 10 und immer 30? Was? Hä? Da war es wieder verändert, von dem ich nichts mitbekommen habe, oder was? Ja, wir haben 4 gewürfelt, wir haben 85.000. SPP, Barry mit dem MVP, natürlich heute bester Spieler auf dem Platz, ganz klarer Fall. Xatro mit dem Touchdown gelaufen. Ja, und dann hier Karskrob mit dem legendären Pass vom letzten Drittel vor zur Mittellinie erfolgreich gewesen. Ja, so ist das. Für ihn gab es natürlich insgesamt mehr, logisch, klar, wie soll es anders sein? Wir können uns das mal angucken. Damages, Blocks, Actions 51 zu 34. Ne? Und da sieht man halt, wie ineffizient insgesamt die ganze Kiste war. Ja? Wir haben, ja, gucken wir mal, Casualties 0 zu 3. Und dann kam halt auch noch hier der Kill dazu. Also wir verlieren hier 0 zu 6, was die Kills angeht, nach League of Cakes-Regeln. Und das trotz dieser hohen Blockanzahl. Das sagt schon viel über dieses Spiel einfach aus. Dann gucken wir uns noch schnell den Reward an, den der Ben Cash sich hier ergaunert hat. Wird bestimmt was ganz Tolles sein. Yay, ich habe was Neues für den Chaos-Renegaten. Da muss ich mal gucken, ob ich das anziehen will. Grommet, ob der da Bock drauf hat. Teams, gucken wir mal nochmal rein. Die Calcium-Cakers, da sind sie. Recruitment, reicht es. Reicht. Purchase, Recruit. Ich kann also nicht auf den Bloater. Es reichte gerade so das Geld, um Genifix zu ersetzen wieder.
Sehr schön. Immerhin. Ginifix der zweite. Dankeschön. Du sagst, ich bin. Ah, ich habe es überlesen oder nicht gesehen. Was war spannend? Wir hatten bei Kanalwetten jeweils 34,5K Kanalpunkte auf beiden Seiten gesetzt. Musste alles zurückgezahlt werden, da Unentschieden im vorletzten Zug. Ich bin immer der beste Spieler, absolut gerechtfertigt. Ja, klar. So, dann Xato. Ja, was gibt jetzt der Bencake ihm für einen Skill, ne? Multiple Block, Stand Firm, Juggernaut, da gibt es einige Möglichkeiten. Nope. Es ist Block. Es muss Block sein, ganz klarer Fall. Das macht ihn ein ganzes Stück nochmal stabiler, den lieben Xato. Jetzt natürlich auch der beste Mann hier auf dem Platz, ganz klar mit Level 3 jetzt schon, logisch. Und dann hat Barry sich natürlich auch den MVP verdient, der beste Spieler des Spiels heute. Machen wir mal was Mutation-mäßiges, finde ich eigentlich gar nicht so geil. Ich will wieder hier reingehen. Hier haben wir einen Randomly Chosen Skill und wir haben. Oh, Shadowing. Das sind echt ein paar Sachen dabei, die kann ein Lineman, Rotter sogar teilweise ein bisschen gebrauchen. Tackle. Vielleicht auch nicht mal so ein Fendt, so ein Block wäre natürlich mega geil. Ein Dirty Player wäre einfach pornös. Wrestle so gut und ich ziehe einfach aus der ganzen, also das war heute nicht mein Tag. Das war nicht mein Würfeltag. Shadowing ist natürlich ein Todesurteil für Barry. Hättest eine Mutation empfohlen. Ja. Ja. Hättest du. Tja. Aber jetzt tausche ich ihn nicht aus. Jetzt leben wir mit dem Shadowing. Das nehmen wir jetzt einfach mit. Denn das bisschen Team Value. Werden wir noch verknusen. Und ja, mehr ist jetzt erstmal nicht zu tun. Ja, Vetter Bloder lässt noch auf sich warten. Also der liebe Braddock muss noch ein bisschen trainiert werden, bis er voluminös genug ist. Und vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben. Oder den Videos werden wahrscheinlich wieder zwei sein, wegen dem elektromagnetischen Impuls dank Gewitter. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Und ich freue mich jetzt mal, den Zeug von Barry zu überprüfen. Wie, du hast einen Fehler gemacht, Barry. Ich erwarte Ergebnisse. 100%. Ciao, ciao.